Leute, wir sind mal wieder in Main City am Start. Und ja, heute war eigentlich die Planung von mir, dass ich da eben halt erstmal die Schmiede von Max, der Player, vorstellen. Die hat er nämlich gebaut. Ja, fliegen einfach mal so grob rum, dass er eigentlich einen kleinen Pool, also noch nicht Pool, ne? Mal einen kleinen Brunnen da so gesagt. Ja, dann haben wir hier eben halt dieses Eisenherz und alles, was man für eine Schmiede braucht. Und dann haben wir an sich hier so die Schmiede. Man sieht ja schon die Lavastelle. Lava ist ja eigentlich auch einmal verboten. Er hat mich ja auch nicht gefragt. Deswegen machen wir das erstmal weg. Da sieht er das bestimmt in den Videos. Na, Grüße da an dich, Max Flair. Nächstes Mal absprechen mit mir wegen Lava. Ja, da eben halt noch diese Kisten und alles und was er hier hat, das finde ich auch total geil. Wenn ihr da drauf drückt, kommt da einfach mal so Eisen raus. Eisen, Eisen, Eisen. Wo haben wir das denn jetzt im Inventar? Oh, wie ihr seht, mein Inventar ist so voll. Weil ich im Moment überall am Bauen bin. Ich bin überall so Kleinigkeiten machen, wo was verbessert wäre. Wenn nicht verbessert werden muss, sondern fertig gebaut werden muss. Weil meine Welt geht nämlich auch jetzt sicher und schnell, eigentlich sehr schnell zum Ende. Allzu viel Platz habe ich nicht mehr. Ich bin ja schon in der, da wo am meisten gebaut ist, da bin ich ja schon an Ausbessern und alles. Die Flächen wegmachen und alles. Ja, da haben wir einfach mal vor mir, haben wir hier ein Klärwerk. Das fehlt in meiner Stadt, finde ich. Braucht eine Stadt. Aber wo soll sonst überall das Toilettenwasser hin, ne? Und das normale Wasser, von dem Haushalt her. Ja, habe ich hier einfach mal so ein Klärwerk hingebaut, ein kleines. Ja, was haben wir denn noch? Also eigentlich grob in der Folge wollte ich eigentlich nur rumfliegen, um eben halt euch zu zeigen, dass da rechts eben halt noch ein bisschen was frei ist. Und großartig, aber erstmal zeige ich euch mein zweites Haus, was ich letztens gebaut habe. Aber ist auch nicht, das richte ich nicht ein. Das wäre sonst zu viel. Ja, ich habe nämlich letztens vom Friedhof, dem Friedhof, den ich hatte, da habe ich die ganzen Schilder weggemacht, weil da waren über 276 Schilder und da habe ich mir so gedacht, komm, die nimmst du weg, weil das da schon richtig angefangen hat zu haken und zu lecken, so gesagt. Da war es richtig zeitlupenmäßig, aber habe ich die weggemacht. Musste sein. Und seitdem ich die da weg habe, läuft die Map einigermaßen besser. Ihr seht das ja, ich spiele jetzt gerade online drauf. Also die Welt ist online da. Ihr könnt einfach beitreten. Ja. Und die baut sich echt wunderbar gut auf. Und ich hoffe, dass es auch so am Ende ist, wenn die Map fertig ist, dass sie sich noch so aufbaut und nicht so doll rumleckt und alles. Hoffentlich, ne, Leute? Hoffentlich. Ja, jetzt seht ihr, so fliege ich einfach immer rum und gucke mir alles an, fliege mal ein bisschen tiefer, um alles genauer zu sehen, ob irgendwo was kaputt ist oder irgendwo noch was fehlt. Ja, ich möchte gerne, dass das alles unbedingt auf jeden Fall fertig ist und richtig gut aussieht. Ja, bin auch gerade dabei, noch die überall verteilten paar Autos hinzumachen, LKWs und sonstiges oder Motorräder, damit die Map nicht zu leer auf den Straßen aussieht. Da bin ich ja auch noch bei. Weil sonst ist das, finde ich, das sieht so ein bisschen komisch aus, sieht ihr ja gerade, wenn da einfach nichts steht. Außer da ist jetzt ein bisschen verteilt, ein paar Autos, aber sonst geht das ja. Ja, dann fliegen wir nochmal zur Tafel, dann mache ich nochmal so einen groben Überflug an die Tafel. Weil letztens war da wieder einer und hat wieder ein Namensschild abgemacht. Wieso auch immer, und ich weiß nicht, welcher Name da steht. Leider. Deswegen. Ja, guck mal, Tratzon ist dabei. Ach, guck mal hier, GoPlayer. Den machen wir gleich mal sofort weg. Weil der hat bei mir auf der Stadt nämlich was kaputt gemacht und das finde ich nicht so toll. Ist doof, das Grieven. Ja. Dann sieht das einmal so grob und mehr passiert eigentlich auch nicht in der Folge jetzt. Das wollte ich euch nochmal so ein bisschen mitteilen, dass es eben halt zum Ende geht.
und eben halt zeigen, wie ich über die Map fliege und mir alles angucke, ob da wirklich alles heil ist, dies und das, weil die Welt eben halt zum Ende geht, ne? Da möchte ich die Skier hinterlassen, dass sie eben halt wirklich gut aussieht. Auch das Krankenhaus vor mir, das muss unbedingt noch fertig gebaut werden. Das wollte ich nicht großartig einrichten, aber oben auf dem Dach sollte noch ein Helikopterplatz hin und da gucken wir nicht das machen, ne? Ja, unter mir nochmal die Eishalle, da seht ihr das einfach nochmal. Ja, aber seht ihr ja, die Welt baut sich echt sehr, sehr geil auf. Trotz, dass ich die Welt online habe gerade. Aber das macht ja nichts. Dann seht ihr einfach nochmal grob Häuser. Hier unten nochmal so ein Hochhaus, ein kleines. So Leute, und bis zum nächsten Mal.